hinten auf dem Ranis, einem Berg 3 Kilometer von der Stadt Öderan im Tal entfernt. Doch es kommt Gegenwind von den Ämtern. Die Räder würden den Blick auf die Stadt und die Kirche stören, etwa von dieser Sichtachse aus. Aber diese Sichtachse ist nicht erreichbar. Es gibt keine Parkbank, es gibt nicht mal einen Weg, es gibt nichts hier. Trotzdem will Öderans Bürgermeister Steffen Schneider hier oben auf dem Ranis keine Windkraft. Er setzt voll auf Solar und will den Blick von der anderen Talseite auf sein Öderan, wie hier in der Computersimulation dargestellt, von Windrädern freihalten. Hilfestellung liefert der Denkmalschutz, der sich auf die Sichtachsen beruft. Solche Achsen sollen sicherstellen, dass Denkmäler, wie hier eben die Kirche im Stadtzentrum, nicht zugebaut werden. Allerdings gilt die Achse hier bis hoch zum Bergkamm und würde so auch Windräder im Hintergrund der Kirche verhindern. Das Problem, Denkmäler gibt es in Sachsen über 100.000. Und wenn wir jetzt sagen, dass wir all diese Denkmäler mit einem Umgebungsschutz von 3, 4, 5 Kilometern ausstatten und Windräder aus keiner denkbaren Richtung zu sehen sein sollen, dann können wir das Buch zumachen. Wie es hier in Öderan am Ende ausgeht, ist noch offen. Im Klartext bedeutet das, der Standort Langenau könnte für den Bau von Windkraftanlagen in den besagten Regionalplan aufgenommen werden. Das wiederum würde bedeuten, 23 Windkrafträder könnten in Langenau in einem dafür geeigneten territorialen Raum aufgestellt und betrieben werden. Wie so oft scheinen die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen emissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren sowie Abstandsregelungen nur noch Makulatur zu sein. Viele Langenauer würde diese Anlage stören. Hat man doch im herrlichen Naturareal rund um den Schwarzen Teich noch eine Naturoase, die man sich, so wie sie ist, erhalten will. Nicht ohne Grund. Ein Biotop, wie es im Buche steht, soll mit Windkraftanlagen in der Umgebung zivilisiert werden. Schon allein der Gedanke stößt bei vielen Bürgern auf Ablehnung. Deswegen ist mir klar, was dazu geführt hat, dass wir in Langenau halt so ein Vorranggebiet bekommen sollen, wenn es nach den Planern geht. Die haben einen staatlichen Auftrag, die haben versucht, Flächen eben gegeneinander abzuwägen. Und da trifft es uns hier von der Planungsvariante her eben mit diesen 23 Standorten schon sehr vehement. Das ist ja auch eine Hypothek für die künftigen Generationen. Und jetzt müssen wir eben Sachargumente für oder gegen eine Sache finden, die uns ganz persönlich auch betreffen kann. Und insofern bedanke ich mich bei allen, die individuelle Eingaben machen und beim Ortschaftsrat insbesondere, der sich also hier auch nochmal sehr bemüht. Die Windkraftanlagen sind vielleicht gar nicht so dieser störende Faktor, weil ja auch die Diskussion oftmals Geräuschpegel, die mittlerweile aber immer besser werden, sondern wir sehen es ja hier im Hintergrund, das Einzige, was wir hier hören, ist die Autobahn. Und das ist sicherlich auch nochmal ein Standort, der es einfacher gemacht hat. Es gibt da andere, die nicht so einfach zu bespielen sind. Und dort muss man einfach intensiv und ehrlich mit den Bürgern sprechen. Aktuell wird im Landkreis über noch mehr Bürgerbeteiligung gesprochen. Noch profitiert vor allem die Verpächtergemeinschaft, die die Fläche zur Verfügung stellt. Die Kommune selbst erhält von der Betreiberfirma Eurowind Energy anteilig etwa 60.000 Euro pro Jahr. Geld, das auch den zugehörigen Gemeinden von